Hallihallo und willkommen zurück bei Freddy Farkas. Seine Gehprobleme sind behoben. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Apotheke. Und ich habe auch was gefunden in meiner Anleitung. Lieben Dank an Thorsten, der mir das Ganze ja auf Deutsch geschickt hat. Das hatte mir das Ganze einfacher gemacht. Und zwar Bisalicylsäure-Entgifter. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier gefunden habe. Hat sich ein sehr wirkungsvolles Präparat zur Behandlung von Diarrhoe erwiesen. Otto Normalverbraucher kann es aufgrund der Seke, kommen zurück. Jawohl. Ist gut. Nun, ich können wieder schauen, ein wenig lächeln, Gesicht hier, Iris. Ja, ja, ich habe dich auch vermisst, ja. Otto Normalverbraucher kann es aufgrund der extremen Konzentration und einer möglichen Überdosierung mit all ihren schrecklichen Folgen im Normalfall nicht empfohlen werden. Die Bisalicylsäure Entgifter entfaltet seine volle Wirkung bei der Einnahme mit hiesigen Wassermengen. Die Lagerung kann aufgrund des raschen Zerfalls der Kristalle zum Problem werden. Bisalicylsäure-Entgifter lässt sich wie folgt synthetisch herstellen. 25 ml Wismutsubstazylat. Moment, das hatte ich hier irgendwo. Wismut. Da. Da. Nee, warte mal, das ist das Verkehrte. Wismut. Da ist es. 25 ml. Wumms. So, dann müssen wir das Ganze jetzt gleich erhitzen. Also schmeißen wir das in den Tiegel. Und 5 ml Orpenolmethanhydrat. Was ist das? Irgendwas mit Orpenmehl. Das ist es doch, glaube ich, oder? Ja, das ist es. 5. Was? Moment. Wieso ist denn das da noch drin? Der Tiegel kann nur zum Schmelzen. Ach so. Oh Mann, ey. Das darf doch nicht warten. Nein. Naja, das können wir auch schon mal anmachen. Dann müssen wir das in den Becherglas. Und dann das da rein. Dann die 5 ml da rein. Und die da rein. So, jetzt haben wir es. So, kann man das über den Becher, kann man das. Langsam erwärmt sich die Chemikalie über dem Alkoholbrenner. Doch, das geht. Jetzt wird's ganz schön heiß. Gut, dass du eine dicke Hornhaut hast. Die Chemikalie erreicht schnell den Siedepunkt. Okay, dann. Da, Moment, Bums, Bums, weg, Damm und Deckel drauf. Sorgfältig beschriftest du die Flasche mit Bisalicylsäure-Entgifter. Gratulation, sei vorsichtig, das Zeug ist hochkonzentriert. Also hier geht's weiter. 5 ml Orpenol, bla bla bla, in einem Becherglas mischen und über der Flamme erhitzen. Sobald das Gemisch zu kochen beginnt, in eine Flasche füllen und mit einem Korken verschließen. Für die Anwendung mit etwa 5000... Liter Wasser stecken. Dies ergibt gegen Bisalicylsäure-Entgifter für 4000 Anwendungen. Das muss es eigentlich sein. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch schaffen, dass irgendwie rechtzeitig zum großen Wassertank zu schaffen, weil ich könnte mir vorstellen, ja, pass auf den Laden auf, dass wir ansonsten wieder hier Game Over gehen, weil keine Ahnung. Ja, was ist das denn? Ein gigantischer Stapel mit 50 Pfundsäcken Backpulver füllt den Gehsteig vor deinem Laden und blockiert fast den Eingang. Das Backpulver ist von Doc Wetgers, Dr. Oetker, benannt nach dem berühmten internationalen Industriemulti. Sein Motto, bunkern Sie einen Sack in der Räucherkammer und einen weiteren im Stall, damit Sie sauber bleiben und Ihr frisches Aroma erhalten. Jetzt sag mir nicht, ich kann das nehmen. Tatsächlich. Du entwickelst schier übermenschliche Kräfte und lupfst den Stapel Backpulver. Dann stopfst du unter markerschütterndem Quietschen die Säcke mit Backpulver in deine Hosentaschen. Ist klar. Ja, ja, ja. Es war schon immer bei Monkey Island so geil, was Scargrass Threepwood sich so alles in die Taschen gesteckt hat. Aber das hier, das toppt alles nochmal. So, jetzt macht das Ganze mit der Leiter auch Sinn. So, Dalle. Dann wollen wir mal gucken, dass wir hier hochkommen. Die Leiter hochnehmen. Dann die Leiter dahin. So, und jetzt das Gegenmittelchen. Das klappt nicht.
Du drückst einmal, es tut sich nichts, du drückst nochmal und auf einmal hast du durchgeklickt. Von hier oben, ja. Sieht nicht so aus, als ob du die Schindeln greifen könntest. Warum nicht? Was soll das denn jetzt? Moment, was haben wir denn? Nach. Wir haben das. Die Flaschen. Tja. Kann ich mit dem Seil vielleicht? Das klappt nicht. Vielleicht oben da an die... Na. Vielleicht, warte mal, wenn ich hier... Komm noch mal runter, bitte. Jetzt noch mal vielleicht? Na. Hm. Was macht er jetzt? Das klappt nicht. Oh, Freunde, das ist doch nicht wahr. Jetzt bin ich hier so nah. Was? Das mit Schindeln gedeckte Dach, das Wasserturm... Ja, das wissen wir. Das ist die Menge, die das Wasserturm zu fassen vermag, die gesamten... Stabiles Gerüst und ein gutes, starkes Fundament. Oh, Mann, ey. Was? Mit ein paar geschickten Handgriffen fetzt du ein Original-Western-Lasso aus dem Seil an. Es sieht aus wie vom Baum gefallen. Wenn man einmal gelernt hat, vergisst man es nicht mehr. Oh, Kinga, es ist doch nicht wahr. Also jetzt, oder was? Ja, tatsächlich. Was? Oh, Freddy, du bist doch so ein Trottel. Geh mal da hoch. Ja? Wieso funktioniert das jetzt nicht? Haha, du fängst die Spitze des Turms mit dem Lasso ein. Die Menge find's großartig. Wer ist der Penner auf dem Seil? Wenn du dir da oben dein blödes Genick brichst, dann komm ja nicht zu uns und heul uns die Ohren voll. Kommen Sie immer, um uns zu unterhalten, wenn wir vor dem Bad anstehen, Mister? Okay. So, und jetzt... Nun kannst du dich lang gehen, das ist zu unsicher. Du heißt nicht auf der anderen Seite des Spieles. Ja, ja, ja. Ah, jetzt. Ah, als du die Spitze des Wasserturms erreichst, jubelt die Menge dir zu. Gott sei Dank, es ist Freddy. Wir sind die Nummer 1, wir sind die Nummer 1. Was willst du jetzt tun, Freddy? Hey, ich gehe nach Larryland. Nach Larryland, genau. Boing, oing, going. 9 Punkte auf der nach oben offenen Richterskala. Richterskala TM, ist klar. So, jetzt mach diese verdammte Schindeln da weg. So, und jetzt kippt das Gegengift da rein. Ach. Vorsichtig gießt du die Reinigungslösung ins Speicherbecken des Wasserturms. Hervorragende Arbeit. Nicht mehr wie ein paar Stunden hat's gedauert, noch haben sie die Leute, wo Gasgold schon voll besser gefällt, die anderen Damen haben sie beruhigt gehabt und alle haben sie gefreut. Erst spät bei der Nacht, es war schon gleich zwölf, hat's wieder Zirkus gegeben, da Freddy hat tief geschlafen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich komme gar nicht hier zu irgendwas zu machen. Feuer, Feuer! Freddy Farkas, bitte, Sie kommen reingelegt. Oh nein, bitte nicht. Was ist denn los, Srini? Ein Tragödie ist sich an Entstehung. Die Prüfungsamt sein in Flammen. Büro brennen die Teufel so kräftig. Das Apotheke können anbrennen, Nächste. Seht ihn, Ankleider schnellst wie möglich. Ich bin angezogen, ich besitze keinen Pyjama. Sie nehmen meinige. Nein, Moment, ist sich keine Zeit für Durchführung von Anstrengung solchige. Los machen schnell Sie und entwerfigen Plan, nach welcher löschen die Feuer bedrohliches schnellst wie möglich.
Ich hasse das, dass man hier so immer unter Zeitdruck steht. Das kann doch nicht sein. Wie er hier galant um den Elch drumherum gelaufen ist. Man kann hier keine Sekunde durchatmen. Ach, und er steht da einfach. Als wäre nie was gewesen. Pass auf den. Ja, ja, alles klar gebombt. Ja, ja, er putzt weiter, während es nebenan brennt. Anstatt uns zu helfen. Was ist denn jetzt los? Das Prüfungsamt, wo soll denn das... Ach, warte mal, das war doch hier direkt neben uns, oder? Geh doch bitte. Ach du Scheiße, es ist direkt neben uns. Scheiße. Das alte verlassene Prüfungsbüro, Büro steht in Flammen. Prüfungsamt, Büro steht in Flammen und droht nicht nur niederzubrennen, sondern auch deine Apotheke, ja die ganze Stadt in Brand zu setzen. Oh Moment, erstmal abspeichern. Nein, nicht das Inventar. Speichern. So, was machen wir denn jetzt hier? Was? So ein Trottel, du magst ja hart sein, aber so hart bist du nun auch wieder nicht. Warte mal, ich hab doch hier... Moment, was war das? Backpulver. Wenn man Backpulver ins Feuer... Du hast einmal einen Sack Backpulver bestellt. Aufgrund eines Verwaltungsirrtums bist du nun der stolze Besitzer von 100 Säcken Backpulver und der übermenschlichen Fähigkeit, sie mit dir herumzuschleppen. Was passiert, wenn wir... Du versuchst, einen Sack mit bloßen Händen aufzureißen, aber der Kampf Mann gegen Leinen geht eindeutig zugunsten des Letzteren aus. Oh. Oh, sag mir jetzt nicht, ich kann... Ich kann die Säcke nicht aufmachen, so ein Scheiß. Was passiert, wenn ich die jetzt ins Feuer schmeiß? Oh. Du versuchst näher an die Flammen heranzukommen, um sie mit dem Backpulver zu ersticken, tatsächlich. Aber die Flammen zwingen dich zum Rückzug und alles, was du erreichst, ist ein großer weißer Fleck auf dem Boden. Scheiße. Ich mach jetzt hier alles voll. Oh, wie herrlich. So eine Kacke. Oh. Was ist das denn hier? Jetzt nicht mehr die Papageien. Ah, er geht immer wieder nach vorne. Ah, Kacke. Vielleicht die Rutsche runter? Das klappt nicht. Warte, die Wippe, ja! Und dann auf den Baum klettern und dann da runterspringen. Nee, das ist die falsche Seite. Natürlich würdest du gern mit den Spielsachen der Kinder spielen, stimmt's, aber solltest du nicht erstmal das Feuer löschen. Ja, aber das muss auf die eine andere Seite hier. Weil der Winkel muss ja nach da gehen. Oh, ich glaube, ja, er macht sogar. Du hast das nötigste Geschick, von der Schaukel zur Wippe zu springen und eine perfekte Dreipunktlandung hinzulegen, ohne dir sämtliche Knochen zu brechen. Mit anderen Worten, versuch's ruhig und du denkst mit der Geier-Sturzflugnummer im Zirkus auftreten. Moment, muss ich jetzt hier... Nein, das war doch schon richtig. Oh, Mann. Ey, ich kapiere das nicht. Also die Steuerung ist hier manchmal echt zum Kotzen. Ich kann jetzt hier weder wippen. Ah, ich kann so wippen. Ja, dann... Freddy! Super!
Was ist denn jetzt? Wo ist er denn jetzt gelandet? Oh Gott. Freddy? So ist er, Freddy, weil was brechende Karriere ganz plötzlich gestoppt worden. Versumpft ist er und aufgetaucht ist er nimmer. War ganz schöner Hammer, weil wir ihm eigentlich folgen wollten. Das ist aber keine, wo meine guten Geschichten habe. Wie euch eigentlich schon die Geschichte vom Eugeni Graham erzählt. Da ist der böse Zauberer gewesen, der wo Graham in saubere Schwierigkeiten gebracht hat. Schätze, du bist jetzt ein Flachland hier hochlach. Es ist zum Kotzen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt nicht wüsste, was man machen soll, sondern es ist diese verbumste Steuerung. Gut, dass ich geladen habe. Also versuchen wir es nochmal. Weil, oder ich versuch's einfach mal, die Säcke da drauf zu legen. Weil meines Erachtens nach... Ah, jetzt legt er sie dahin. So, jetzt stehen sie richtig. Die ist sogar ungefähr Richtung Haus ausgerichtet. Tja, aber... Oh! Scheiße. Nein, bitte! Ja, der Freddy ist obig fein und nach hat's Boom gemacht. War traurig, Doc, weil ma's da alle gefunden haben, so dematscht und schon holpert dort. Nachdem haben wir uns auf einmal selber um unsere Probleme kümmern müssen. Ach so, ist Kursgold praktisch ausgestorben. Das Kursgold, wo wir mehr gern haben. Aber das ist eine andere Geschichte, Kinder. Jetzt brauche ich erst einmal ein wenig Aroch zum Nachdenken. Eine saftige Niederlande. Das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht schlecht sein, diese Idee, die ich hier habe. Verdammt. Das kann doch nicht schlecht sein. Ich denke mal, wir müssen es aufs Schuldach. Na, ach, schon wieder. Freddy, ich habe noch nicht gesagt, abspringen. Herrgott. Nochmal. So, dann werden wir jetzt hier nochmal speichern. Ja, es hat Und jetzt hier drauf. Komm, Freddy. Und? Ja, es hat funktioniert. Wie tapfer. Was für ein Mut. Was für eine lächerliche Lösung. Immerhin hast du es in Erwägung gezogen. Ohne fremde Hilfe erstickst du die Flammen im alten, verlassenen Prüfungsamt, indem du die Wippe als Katapult für das Backpulver benutzt. Zu blöd, dass niemand da war, der es hätte sehen können. Das werden sie dir am Morgen nie und nimmer glauben. Ich hab dich dort gerettet. Entschuldige dich, entschuldige, aber du musst die Kulisse schon dort lassen, wo sie ist. Nein, du sollst. Du brauchst keine Kohle mehr, okay. Haben wir es jetzt endlich geschafft? Können wir jetzt uns hinlegen und schlafen? So, Feuer gelöscht. Sie kommt zurück. Jawohl. Ja.
Ich leg mich jetzt ins Bett. Na. Du kannst jetzt nicht einfach wieder einschlafen. Da draußen ist ziemlich durcheinander und du schlägst... Wie? Ich kann jetzt nicht schlafen! Wie du die reingezogen hast, bevor du die Schlaf gelegt hast. Och nö. Was soll ich denn jetzt machen? Jetzt schlafen doch alle. Nee, hier mitten in der Nacht, weißt du? Siri ist auf der anderen Seite der Theke, also sei höflich, wenn du da... Tja, es ist immer noch Nacht. Ich hätte erst gedacht, wir können uns wieder schlafen legen bis zum nächsten Morgen oder so. Okay. Wie sieht's hinter dem Amt aus? Okay. Hier hat sich überhaupt nichts verändert. Oh, Leute. Manno. Und das Loch ist immer noch da. Anstatt dass er das da oben wieder zugemacht hat, jetzt kommt doch der ganze Dreck, der ganze Staub und sowas alles da rein. In das Trinkwasser. Oh, mein Freddy. Oh, die Kirche ist besucht. Gottesdienst? Mitten in der Nacht? Okay, er will aber nicht reingehen. Nein. Ja, komm, Freddy, dann kannst du die Tür wieder zumachen. Naja. Tja, dann bleibt wohl nichts anderes übrig mehr, als wiedermals hier einfach blindlings durch die Straßen zu gehen, in der Hoffnung, dass wir irgendwas finden. Und, ach guck mal, er ist fertig. Ein Schafscherer-TM-Friedhof, Schaufel mit Qualitätssiegel steckt im Dreck. Was? Zurück, den hole ich mir. Ach, daneben, jetzt sehe ich es erst. Es ist so schlimm genug, dass du die Erde von irgendjemandes Grab nehmen willst. Aber musst du es auch noch mit bloßen Händen tun? Nein, ich will... Der Friedhof lässt du schön da, wo er ist. Er wird von seinen Bewohnern immer noch benutzt. Wo ist denn jetzt diese verdammte Schaufel? Ah, verstohlen schaust du dich um, um sicher zu gehen, dass Doug nicht in Sichtweite ist. Dann schnappst du dir seine Schaufel. Moment, können wir jetzt genau wie Monkey Island hier das Grab aufbuddeln? Das müssen wir doch direkt mal ausprobieren. Oh, tatsächlich, du beginnst das frisch angelegte Grab aufzugraben. Muskeln, die du seit Jahren nicht benutzt hast, beginnen zu ächzen und zu jaulen. Mit der zähneknirschenden Entschlossenheit eines professionellen Grabräubers mühst du dich weiter ab und weiter und weiter und hast ein Loch gebuddelt. Das ist ein offenes Grab. Und was finden wir jetzt hier? Upsi! Vorsichtig durchsuchst du die vielen Taschen von Graves 3-Dollar-Anzug, bis du den Tresorschlüssel entdeckst, den du Phil vor so vielen Jahren anvertraut hast. In einer wirklich rührenden zur Schaustellung deiner Gefühle und mit dem heimlichen Wunsch, ein bisschen weniger mit herumzuschleppen zu müssen, legst du den Brief zusammen und legst ihn unter seine gefalteten Hände. Jetzt ist er eine Korrespondenzleiche. Okay, kann ich dir jetzt wieder zubuddeln? Du machst dich an die beschwerliche Aufgabe, den Haufen Erde Schaufeln für Schaufel an einen ursprünglichen Platz zu befördern. Immer und immer wieder. Und wir haben es geschafft. Das ist jetzt unser Kumpel, der jetzt gestorben ist. Das haben wir ja festgestellt oder letztens gehört. Und er hat uns ein großen Gefallen getan, indem er uns sozusagen halt keinen Zugang mehr
zu dem Fach gibt und er sagte, er nimmt ihn mit bis in den Tod. Und da er jetzt gestorben ist, hat ihn tatsächlich mit in den Tod genommen. Daher war es jetzt, ohne dass ich es wusste, richtig, hier das Ding aufzubuddeln. Der Schlüssel zu deiner Schließfachbox. Du hast ihn den kalten, steifen Fingern deines toten Kumpels Philipp entrissen. Ja, Baby, 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 Baby. Das heißt, wir können jetzt in die Stadt zurück, können in die Bank und, oh Gott, das wird cool. Freunde, aber erst in der nächsten Folge. Hier ist jetzt Schluss, die Zeit ist erreicht und dann haben wir für die nächste Folge schon mal was, auf was wir uns freuen können. Also, macht es gut, bis zur nächsten Folge hier bei Freddy Farkas, NRW bei 18. Adieu.